Was bedeutet das? Kann man... Teil. Ich weiß, sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Du siehst schlecht aus. Ja, die haben 33%, die haben ein paar Stahlplatten drin. Die ja. Ninja kennt. Ja, ich habe auch hier Stahlplatten, übelst gut. Jetzt könnte ich vielleicht. Kann ich schon Cockpit bauen? Ist dein kaputt gegangen oder was? Ich will mal dein Schiff von innen sehen. Ja, ist komplett kaputt hier alles, was halbwegs wichtig ist. Also, ich brauche Stahlplatten. Nice. Oh, danke. Bitte. Spaß. Hörst du auf, mich rumzuschubsen? Tut das hier weh? Nein. Okay. Okay. Alter. Hey, zum Aufladen. Hörst du auf mich rum? Das ist mein Schiff gewesen. Sag ich doch, so weit gegenfliege. So, nope. Nein. Tschüss. Nein. Mach den Strom wieder an. Ja, ich versuch's doch. Du dummer Spicker. Das Schiff muss sich noch drehen, das hat keine Thruster in die Richtung, warum auch immer. Hat meins Thruster in die Richtung? Kaputt gegangen! Nein! Auf Wiedersehen! Habe ich den Generator jetzt auch angemacht? Ja, die Thruster sind an, aber das muss ich halt erst so drehen, dass es... Hast du Z, dass es das abbremst? Was? Kann ich abbremsen? Ah, nee, du musst ja erst ins Cockpit, vielleicht hast du die internen Dinger ausgemacht, dass es nicht abbremst. Weiß ich mein? Ich hab gar nichts ausgemacht! Ja, kann ja sein, wo du hergeflogen bist. Nein! Erstmal aufladen schnell. Mann! Nicht geh nie wieder. Kannst du mich nicht mal wieder gegen den Asteroidenrand mit deinem Schiff? Ich kann einfach von oben gegenfliegen hören. Wieso hast du mein Schiff verschoben? Die ganze Zeit, weißt du, ich gehe rein und raus. Verschiebt es kein Stück und jetzt kommst du. Und der Autosave und verschiebt mein scheiß Schiff! Ich bin auf damit! Bin vorbeigeflogen! Du bist Schiff! Ich weiß auch nicht, warum ist das so high sensitive bei meinem? Also wenn ich gegen. Die Musik ja, ist gerade bei mir. Damn. Jetzt fliegst du noch gegen meins gegen und das ist doch kaputt, ne? Nein. Die Refinerie arbeitet, ich hör's. Ja! Eigentlich könnte ich die Schwester wieder ausmachen. Hoffentlich landet es nicht gerade unbedingt mit der Tür. Weiß ich, ich hab da was abgegrindet. In welche Richtung schubst du das eigentlich? Ich schub's gar nicht, du fliegst da dagegen. Okay. Boop. Schubst es, glaube ich, gegen dein Schiff, ist mir aber egal jetzt. Schubst du es überhaupt? Bitte? Schubst du es überhaupt? Oh, ich hab gleich Damage bekommen. Weil ich so schnell gegen geflogen bin. 25% HP verloren. Ja, das geht ja noch. Jetzt geht's Richtung Asteroiden wieder. Ja, schon. Du passt da durch. Ich pass dich durch die Tür durch. Was ist das? Warum pass ich dich durch meine eigene Tür? Weil du ein fettes Arschloch bist! Ich meine jetzt einfach irgendeinen Stein hier oben weg, dass ich einfach durchblubbe. Nein! Warum bist du einfach zu dumm, um durch deine Scheiße zu kommen? Es geht nicht! Guck im Video nach! Ich pass nicht durch! Ich bin sogar Kopf reingeflogen! Und es hat nicht funktioniert. Hier, pass auf! First try! Ein... Rein da! Los! Los! Geh beiseite! Ich schiebe! Gucke! Na, eigentlich könnte ich ja die Engines auch wieder ausmachen. Es ist ja hier. Wenn ich die Tür wieder finde. Da ist doch ein Loch in der Decke, da kannst du auch durchfliegen. Nein, da passe ich nicht durch. Doch, das ist größer als die Tür. Ach, das Loch. Das, was ich aufgegrindet habe. Ja, ja. Ja, ja, dreckiger Spast. Wieso musste mein Schiff auch verschieben, Mann? Endlich könnten wir das komplett abbauen und dein Schiff benutzen. Könnten wir. Schon mal darüber nachgedacht? Nee, dann haben wir nur ein Schiff. Außerdem hast du da keine Medbags mehr. Ja und? Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass... eine neue. Ja, aber ich habe keinen Platz auf mein Schiff. Und wenn ich ohne Medbags spawne, sterbe, dann kriege ich ein neues Schiff. Ja, lol. Hex. Lol. Hex. Weg.
Ja. Off. On. Boop. Helf mir jetzt mein Schiff zu verschieben. Jetzt können wir es verschieben mit unseren fetten Körpern. In meine Refinerie. Oh! Oh! Was? Nix, ich wurde gerade übelst rausgeschmissen aus dem Schiff. Du musst unbedingt das aus meiner Raffinerie rausklauen. Nein, es liegt so weit! Nein! Du musst nur gegen den scheiß Asteroiden kommen wieder. Nimm die Sachen aus meiner Raffinerie raus! Oh. So intens! Oh. Nein! Schnell, ich muss die Sache aus meiner Raffinerie rausklauen. Hui! Aber es sind auch Sachen im Assembler drin und im Cargo-Container. Nee, im Assembler sind keine Sachen. Doch, laut der Anzeige schon. Nur im Cargo-Container müssten Sachen drin sein. Tatsache. Wieso? Was? Ist das so? Ach, die Raffinerie ist mit dem Assembler verbunden. Oh. Wir dürfen den Asteroid nicht verlieren, wir sind voll weit weggetrieben. Da bleibst du da. Oh, wo bin ich denn jetzt gegen gestoßen? Ich hab's zurück, ich hab's zurückgepokt. Du machst, was du nur machst und ich versuche mein Zeug wieder zu kriegen. Wir können es auch schnell genug auseinanderbauen. Na, erstmal müssen wir hier die ganzen Sachen rausholen. Bevor das zu weit weg ist. Woo, so intense. Gotta go fast. Au, ah! Tot. Nein. Durch den Aufschlag gestorben. Wuuuuh, Weltraum! Splatsch. Erstmal hier schnell alles in den. Hol mal die Scheiße aus dem Kamera. Ich weiß nicht, in welchem. Raus, please. Ist irgendwo eins drin? Es gibt nur einen. Es gibt drei oder so. Zweckloses Arschloch. Nein, ich hab nur einen an meinem Schiff. Nee, was als gibt's drei? Ich hab's nicht, mein Schiff nicht genau angeguckt. Hinten waren nur irgendwelche Menüteile. Hilfe, es kommt auf mich zu und ich bin gerade am Auto safen. Pump. You shall not pass. Vielleicht sollen wir das einfach mit deinem Schiff ein bisschen schieben. Wir bräuchten Landing Gear an den Schiffen. Piu, ja. Wieso hat das kein Landing Gear? Ernsthaft? Weiß nicht, eine gute Frage eigentlich. Warum zur Axt hat das kein Landing Gear? Schlechtes Raumkonzept. Ne, lieber Entwickler? Ja. Liebe Entwickler, ihr Spassis? Oh, ich hab schon wieder Damage bekommen gegen Fliegen. Nein, ich hab nichts gegen die Entwickler haben Swag. Oh Mann. GG. Ich hab gleich Autosave. Ah! In einer Minute habe ich Autosave. Weiß ich nicht. Ah! Ah! Oh! Wie viel Strom hast du noch? 65. Okay, noch ein bisschen mehr. Hui! Muss ich halt eine Medical Bay BD reinbauen. Oh oh! Bums! Au! Ah! Ich bin auf 62% Leben. Ich hab noch 86. Hier noch ein Plätzchen für eine zweite Medical Bay drinnen. Weiß ich nicht. Kann ich hier an deiner mich einfach hochleachen? Weiß nicht, ob das geht. Kann mich an deiner hochleachen. Nice. Brauchen wir gar keinen. Brauche ich gar keinen Medical Bay. Einfach hier ein bisschen hochleachen und dann. Dein Schiff ist gelandet. Du kannst schon mal anfangen zu grinden. Dein Schiff ist gelandet. Ja? Fast. Ist jetzt schon. Es rutscht am Asteroiden oder schabt am Asteroiden. Na dann schnell fang an zu disassemblen, lol. Na, es rutscht wieder weg. Go, go, go! Die Bautrips sind auf dem Weg! Die, Motherfucker! Au, au! Was? Nein! Richtig schön mit Schwung. Guck mal da, vielleicht hängt sich das ja an dem Asteroiden auf. Ernsthaft, wir brauchen Landing Gear. Ja, was brauchen wir für Landing Gear? Weiß ich nicht. Ich guck mal. Ganz viel Swag. Ich hab mein Inventar voll. Kurs in das Landing Gear. Ich hab mein Inventar voll. Oh, ich wurde weggepokt. Ich hab gesaved. Tschüss. Ich save.
Large, Small Ship Landing Gear. Haben wir ein Small Ship? Nee, das ist ein Large Ship. Ich hab keine Ahnung. Ja, hat ein Gravity, das ist ein Large. Also brauchen wir 6 Motoren, 4 große Stahldingsies, 10 Construction Dingsies und 150 Stahlplatten. Na, die Stahlplatten kein Problem. Ja. Construction Parts haben wir auch schon genug. Haben wir 60 oder so. Wir brauchen große Stahldingsies. Wo gibt es die große Stahldingsies? Such mal noch irgendwas, was große Stahldingsies hergibt. Die Thrusters vielleicht oder die Raffinerie? Nee, die Raffinerie vielleicht. Ah, hier! Das kleine Reaktor. Komm mal her, Kevin, ich kann das alles nicht tragen. Mein Inventar ist schon wieder voll, Kevin, du musst hier mal kurz weiter grinden an dem. Oh, es ist gelandet! Oh! Es ist gelandet, Kevin! Flieg jetzt bloß nicht zu schnell dagegen! Bei mir liegt es immer noch langsam durch die Gegend. Ja, aber es ist schon mal nicht mehr so schnell. Fliegen wir kurz nochmal dagegen, um das Richtung Asteroiden zu pauken. 10 out of 10. Also wollen wir das dann jetzt immer noch mit dem Landing Gear festmachen? Ja, wa? Wobei können wir ja nicht. Wir müssten dann auch noch ein Cockpit reinstellen. Ich meine ja mein Schiff. Achso, okay. Ja, deins können wir festmachen mit dem Landing Gear. Wobei das ja. Mach doch mal die Thrusters aus, es verbraucht übelst Strom. Nein, solange die Thrusters nicht arbeiten, verbraucht es keinen Strom. Sicher? Ja. Mit jetzigen Verbrauch hält der Strom. Wir haben gar nicht genug Storage, fällt mir gerade auf. Solange hier der Scheiß noch, also. Wir haben nicht genug Storage. Jetzt hält's noch. Okay. Weil aus irgendeinem Grund sind die Menschen übelst. Wenn man gegenläuft, übelst krass, Mann. Durch deine Bewegung gerade bewegt sich das Schiff übelst. Ja. Das müssten sie auch mal patchen. Ich hab Gravitation mal angemacht. Cool. Ich habe Motoren, ich habe Computer, ich habe Dings. Ich könnte jetzt schon mal eine Landing Gear craften, glaube ich. Du kannst guck mal nach, ob mein Schiff noch da ist. Du kannst jetzt einfach so laufen. Ich habe Gravitation angemacht. Ja, ich weiß. 1,0G. Ob man zercrushed werden kann von Gravity? Weiß ich nicht. Mach doch mal ein Jetpack aus! Ja, fick dich doch mal. Was jetzt von der Idee? I would know. Nee. Okay, ich mach. Oh, Grabbelhändchens. Wollte ich das alles in der scheiß Inventar haben oder kann ich einfach losbauen? Weiß ich nicht. Oh, ich kann bauen. Wo soll ich denn das hinmachen? Das ist scheißegal, wa? Ob da was steht. Bin dafür, dass wir meins auch irgendwie festmachen. Das wird sich lohnen. In der langen Woche dann kommt noch ein Cockpit dann erst. Ja, das ist nicht teuer. Bums. Jetzt hast du hier so. Das sieht doch schon mal gut aus. Was haben wir gemacht? Nix. Frage ist, was habe ich nicht gemacht? Ich schaue hier gerade dein Landing hier an. Ich sehe schon. Übelster Astronaut. Huch, Jerkpack off. Was? Was giggelst du hier so rum? Quatsch, Giggi. Ich hab dein Schiff mal wieder in Richtung Asteroid gepokt. Oh! Ja, hast du? Schön. Brauch jetzt noch Large Steel Tubes. Steel Plates. Oh, Mensch! Oh, ich bin jetzt. Oh! Wir wissen nur, dass das Operation ist. Dann darfst du ihn bloß nicht so stark gegenbumsen. Blablabla, bumsen. Genau. Das habe ich verstanden. Bumsen. Mit wem denn? Oh, da ist ja ganz schön viel Swag in deinem Assembler drin. Du kannst aber mal die Gyroskopis ausmachen. Nein, dann dreht es die ganze Zeit. Du kannst machen, wenn es festgetackert ist.
Gyroskope sind aus. Gyroskope, wenn, dann kannst du es nicht mehr drehen. Dann kannst du nicht nach links und rechts drehen. Ist doch nicht so weh. Du musst ja gleich machen, wenn du.